Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Homebrew-Folge. Die letzte ist ja schon etwas länger her, aber in diesem Video stelle ich euch wieder drei richtig tolle Spiele vor. Unter anderem ein Spiel, was es so eigentlich gar nicht auf einer Nintendo-Konsole geben dürfte. Erfahrt mehr nach dem Intro. Und das erste Spiel ist Xmas Time Travel. Das ist ein Projekt von ein paar Leuten aus unserer Community. Ich wurde angeschrieben und mit der Bitte, dass ich mir das vielleicht mal anschauen könnte. Das hat eine interessante Geschichte, dieses Spiel. Und zwar wurde das erst für die Partnerinnen der Entwickler entwickelt. Und dort kam es so gut an, dass es jetzt auch dieses Jahr für die Öffentlichkeit quasi nochmal aufgepimpt wurde und, denke mal, auch neutraler gestaltet wurde und veröffentlicht wurde. Und zwar ist es eine Art Adventskalender. Und ich würde sagen, wir gucken hier einmal ganz kurz rein. Ich meine, Weihnachten steht vor der Tür. Und was gibt es da Besseres, als auch so einen Adventskalender in Gameboy-Form zu haben, oder? Was ist das? Ein Brief von Santa, den muss ich lesen. Grafisch ist es auch durchaus gut gelungen. Wurde natürlich auch mit Gameboy Studio, wie so die meisten modernen Gameboy-Homebrew-Spiele gemacht. Und hier im Brief steht: Hallo, ich brauche deine Hilfe. Weihnachten ist in Gefahr. 1989 ist einiges schiefgelaufen, was zur jetzigen Situation der Erde geführt hat. Oh nein, wir haben eine Zeitreisetechnik entwickelt, um alles gut korrigieren zu können. Das ist ja schon mal ganz gut, ne? Um kein Zeitparadoxon auszulösen, darf ich mir nicht selbst über den Weg laufen. Ne? Wir kennen jeder, der einmal zurück in die Zukunft geschaut hat, weiß das natürlich. Daher wurdest du ausgewählt, Weihnachten zu retten. Ja, das würde ich sagen, kriegen wir doch hin. Reise mit diesem Spiel zum Nordpol 1989 und unterstütze uns bei unseren Aufgaben. Dein Center. Ja, und im Prinzip ist das Spiel relativ simpel gestaltet, sage ich mal. Aber genau das braucht man ja auch für so einen Adventskalender. Also wie ihr seht, wir können hier ganz mal rumlaufen. Wir sind hier jetzt ja am Nordpol angelandet. Und werden natürlich hier gleich auch entdeckt, weil irgendwie gehören wir auch dahin, ne? Und hier, der kleine Gnom oder Elf ist es wahrscheinlich eher. Du bist hier, um uns zu helfen. Wunderbar, dann mache dir das Zuckerstangenzimmer her im Elfenhostel fertig. Schau dich erstmal um und stell dich bei Mrs. und Mr. Santa vor, umgekehrt. Sie liebt übrigens Blumen. Ab morgen gebe ich dir dann täglich eine Aufgabe. Das heißt, Adventskalendermäßig ist es quasi ein Tag, eine kleine Aufgabe, dann könnt ihr wieder schlafen gehen und dann geht das halt jetzt zum nächsten. Ich zeige euch hier nicht viel. Ich zeige euch nur, ich hoffe, ich finde es wieder. Genau, hier ist Santa und seine tolle Frau. Also er fragt uns, ob wir schon seine Frau kennengelernt haben. Da gehen wir dann doch wirklich mal hin. Weil da kriegen wir auch unsere erste Aufgabe. Du musst die diesjährige Helferin sein. Herzlich willkommen. Wärst du so lieb und besorgst mir Blumen? Ja, wie schon angekündigt, vom Elfen liebt die natürlich Blumen. Und das besorgen wir natürlich. Das ist unsere erste Tagesaufgabe. Erst dann können wir schlafen. Ich muss mal schauen, wo ich die Blumen überhaupt herkriege. Das ist etwas länger her. Also wie ihr seht, ihr seid am Nordpol. Wir haben hier so ein kleines schnuckeliges Dorf. Hier sieht man auch so manchmal Santas Bäckerei. Wenn wir da aber rein wollen, ist heute ist Ruhetag. Das heißt, diese Örtlichkeiten werden dann auch erst die nächsten Tage entsprechend immer freigeschaltet werden. Ich glaube, die Blumen waren hier unten. Ich hätte mich natürlich hier ein bisschen besser vorbereiten sollen. Oder war das hier? Genau, in den Blumenladen natürlich. Ha, ich wusste es natürlich, ne? Möchtest du Mrs. Santa Blumen bringen? Wie süß, der Strauß geht aufs Haus. Gut, natürlich gemacht. Hier fehlt natürlich noch so ein bisschen Hintergrundmusik, aber ich entwickle ja auch gerade selber ein Gameboy-Spiel so nebenbei und Musik ist wirklich schon ein großes Thema. Also das ist jetzt kein Vorwurf an euch, dass es hier keine Musik gibt. Wäre natürlich nur schade, ist natürlich schade und wäre halt besser, wenn so ein bisschen rechtefreie Weihnachtsmusik im Hintergrund dudelt, aber ist nicht weiter schlimm. So, wir liefern hier jetzt dann auf jeden Fall die Blumen aus. Blumen geben, zack. Und vielen Dank für die Blumen. Und schon haben wir erstmal die erste Tagesaufgabe erledigt. Ich werde euch jetzt nicht mehr zeigen, logischerweise, weil ihr sollt das ja für euch selber irgendwie erfahren. Aber die Aufgaben sind halt alle relativ einfach und das ist auch gut so. Das ist halt so ein Spiel, was ja zwischendurch spielt. Ne? Also wir holen uns jetzt unseren Hostel-Chef. Gute Nacht und gehen hier auf unser Zimmer und schlafen in eine Nacht.
Suche viel zu diesem Spiel, wie gesagt, meiner Meinung nach empfiehlt sich sehr. Ist ein nettes, kleines, sympathisches Adventskalender zum selber spielen. Also, was kann man da falsch machen? Gehen wir zum nächsten Spiel. Und dieses Spiel ist ein kurioses und sehr interessantes Spiel. Es heißt Zelda's Adventure, wie ihr lesen könnt. Und das ist quasi eine Art Remake oder Demake von einem Originalspiel, was wahrscheinlich die meisten, allermeisten von euch nicht gespielt haben. Und zwar ist es ein Zelda-Spiel, was damals auf den Philips CD-i erschienen ist. Also grob zu der Vorgeschichte, falls ihr den Begriff CD-i, also CD-i, noch nie gelesen habt, soll ich das jetzt einigermaßen aus dem Kopf gut zusammenfassen kann, arbeitete Nintendo mit Philips zusammen, um ein CD-Add-on für Super Nintendo herauszubringen. Das kam aber irgendwie nicht zustande und wir haben sich so ein bisschen verkracht. Philips hatte aber in diesem Zuge Lizenzen für ein paar Mario-Spiele und ein paar Zelda-Spiele sich eingeheimst. Sie starteten quasi in ihre eigene Konsole, das CD-i, was später natürlich grundlos, oder was war nicht grundlos, also wirklich richtig gefloppt ist, und zwar mit Grund so rum, weil die Spiele einfach Mist waren. Und dort gab es drei Zelda-Spiele. Zwei waren so seitwärts Plattformer-Spiele, quasi wie Zelda 2 im Prinzip. Und das dritte Spiel, Zelda's Adventure, das war ein klassisches Top-Down-Spiel. So, wird keiner gespielt haben, aber hier hat sich jetzt einer rangesetzt und hat dieses Spiel in Game Boy Studio einigermaßen nachgebaut, und zwar mit den Sprites von Link's Awakening, wie ihr sehen könnt. Ne? Auch die Musik ist so ein bisschen ein Remix von diesem Spiel, und dadurch könnt ihr dieses Spiel etwas nacherleben. Es hat natürlich hier und da so ein paar kleine Schwierigkeiten, was mit Game Boy Studio zusammenliegt. Ich habe allerdings auch keine Vergleichsmöglichkeiten, weil ich das Original nicht gespielt habe. Das heißt, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar das, ich sag mal, etwas Ruhe entsprechend von dem Vorbild quasi kommt, oder ob das jetzt eine Sache ist, die mit Game Boy Studio zu tun hat. Und zwar sieht es top-down. Wir haben gerade unsere Waffe eingesammelt, das ist ja so ein Zepter. Und ihr seht ja schon, das sieht etwas seltsam aus. Das wird, denke ich mal, mit Game Boy Studio zusammenliegen. Das seht ihr jetzt auch gleich bei den Kämpfen. Wie gesagt, die Sprites kennen wir alle. Wir haben ihn einmal getroffen. Ich glaube, wir müssen zweimal treffen. Einmal ist dann und genau. Und da seht ihr halt so ein Textfenster. Das ist so ein typisches Game Boy Studio Textfenster. Auch hier beim Einsammeln und so weiter. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das da mit dem Original vielleicht deckungsgleich ist. Das kann natürlich sein. Und im Prinzip ist das hier sehr erkundungsfreudig. Wie ihr seht, Texten alle auf Englisch natürlich, aber gut, das kann man jetzt auch nicht erwarten, dass das hier alles auch noch auf Deutsch übersetzt wird. Und ihr forscht hier alles und es ist wirklich sehr nett gemacht. Die Musik finde ich gut, die Grafik ist klar, ist halt vom Link's Awakening, daher passt sie natürlich. Ihr seht ja zum Beispiel hier, die Häuser sehen analog aus, diese Figur mit dem Kind, die gibt es auch im Original. Aber ich finde es halt eine charmante Möglichkeit, das dann hier auch entsprechend einmal nachzubilden, wobei das Spiel an sich, es ist vom CD-i, es ist halt nicht wirklich gut. Ich habe jetzt auch nicht so super, super viel lange reingespielt, muss ich gestehen, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil es ein durchaus doch sehr interessantes Projekt ist einfach, finde ich, und das kann man dann auch einfach mal so würdigen. Da ist auf jeden Fall richtig, richtig viel Arbeit reingeflossen, aber ja, wie ihr seht, ein interessantes Projekt. Wenn ihr mal möchtet, könnt ihr da natürlich sehr gerne mal reinschauen. Wie immer habe ich auch alle Spiele unten verlinkt. Und ich würde sagen, so viel dazu. Gehen wir zum letzten Spiel und damit schlammig. Und als letztes Spiel haben wir Mud Warriors. Das ist ein richtig schönes Spiel. Das habe ich auch in physischer Version. An der Stelle vielen Dank an den RK Workshop, der so eine Fan-Edition irgendwie da gemacht hat, wo sogar das Modul so ein bisschen matschmäßig aussieht und so weiter. Sehr thematisch, richtig geil. Also wirklich vielen, vielen Dank an diese wundervolle Edition, die du da rausgebracht hast, was ihr zugucken solltet. Grüße an dich. Und das Spiel finde ich vielleicht nicht unbedingt von dem Gameplay her das Revolutionärste, aber von der, ja, von der Thematik einfach. Und zwar ist es im Prinzip, dass ihr nach Schulschluss ja so einer Schulbetreuung da seid. Das heißt, ihr seid auf dem Schulhof, der ist abgesperrt, gibt es einen Lehrer, der beaufsichtigt euch so etwas. Und hier gibt es einen großen Krieg zwischen zwei Fraktionen, der mit Matsch ausgetragen wird. Das klingt so ganz gut. Können wir uns alle, glaube ich, damals hineinversetzen, damals in der Schule, wo es immer so zwei Teams gab und so weiter. Und das Geile ist so von dem ganzen Text her und so weiter, der übrigens alles auf Englisch ist,
der bildet das so richtig dramatisch ab, so nach dem Motto, als ob das der Erste Weltkrieg wäre. Von wegen, ja, da hinten, da ist die Front und so viele Leute, die wohnen schon vermatscht und so weiter. Und so viel Leid wurde hier schon gemacht. Also so richtig geil, wie wir es uns als Grundschüler, glaube ich, alle damals vorgestellt haben. Ich habe hier schon ganz etwas reingespielt, um euch noch ein bisschen was zu zeigen. Das wird natürlich sehr gut und groß erzählt. Und ich wollte euch nur mal kurz die Kernmechaniken zeigen. Also hier seht ihr den großen Lehrer, den könnt ihr hier ansprechen. Der kann uns hier so Star-Sticker quasi verkaufen. Das ist im Prinzip unsere Lebensenergie in den Kämpfen. Und im Prinzip geht das Spiel darum, dass ihr hier so ein bisschen die Gegenden erkundet, ne? Wo geht's lang und so weiter. Ihr seht, alles ist grafisch ziemlich cool aufgemacht und ich mag halt auch diesen schönen braunen Ton. Hier zum Beispiel, ihr seht ja, das sieht ja so ein bisschen quasi das Erzählerische, ne? Also als du versucht hast, unter diesen Picknicktisch zu gehen, da schreit Laura wie eine kleine Baby-Banshee und fragt uns, was meinen wir, wo wir hingehen, wir Doofköppe, ne? Und zack, schon haben wir einen Kampf. Und zwar ist es General Betsys, das heißt General Betsy ist der große Gegner. Das ist die Zwillingsschwester. Die guckt wie ein grimmiger Gargoyle und die klettert da halt raus, etc. Okay. Da können wir noch hier dran auswählen. Reden wir, kämpfen wir oder hauen wir ab. Wir sind hier noch relativ am Anfang. Das heißt, dass die Zwillingsschwester vom gegnerischen General ist, denke ich mir mal, okay, gut, da haue ich lieber ab. Aber wir müssten hier eigentlich einen ganz guten Kampf haben, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist hier das gegnerische Terrain. Und wie ihr seht, wir haben hier eine Baustelle, weil sie gerade neue Gebäude für die Schule bauen. Und das erklärt so ein bisschen, warum alles so matschig da geworden ist. Weil normaler Schulhof, das ist natürlich nicht voller Matsch, ne? Also dieser Matsch-Thematik, sage ich mal, die ist hier ganz präsent immer. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo weiterkommen. Und da kommt ein Gegner. Ich zeige euch jetzt nur nochmal einen Kampf, weil ich möchte euch wie immer hier nicht zu viel vorwegnehmen, weil ihr sollt es ja selber erleben, ne? Das Spiel. Also, wir haben hier einen Jungen, es ist Vivek, the toughest kid in school, also das heißt der stärkste oder ja, der tougheste in der Schule im Prinzip. Er war einer unserer besten Freunde, aber das war bevor wir hier Mad Warriors gespielt haben. Also, ihr seht schon wieder die Thematik so, ja, das Spielen, was für ein Witz. Das ist ja ein Kampf, ne? Okay. Wir kämpfen hier mal gucken, ob wir hier überhaupt etwas Schnitte machen können. Ah, okay, ich sehe gerade, ihr seht selber, links ist die Energie, diese Sterne sind die Energie der Gegner und rechts ist unsere. Und da könnt ihr ja euch ausmalen. 10 gegen 3 Leben, das wird nichts. Also wir werden hier hundertprozentig jetzt gleich sterben. Und im Prinzip diese Kämpfe, die sehen halt immer so aus. Und im Prinzip könnt ihr euch hier immer nur so ein bisschen gegenseitig bewerfen. Es gibt natürlich ein Upgrade, wie gesagt, durch die Sterne, indem ihr halt neue Quarter findet und so weiter, wo ihr euch neue kaufen könnt. Aber jetzt sind wir hier komplett eingematscht und wir sind ein Matschgeist, nennen die das. Aber hier gibt es kein Game Over oder ähnliches. Wir müssen halt zurück zu so einem Orakel, was uns dann wieder sauber macht im Prinzip. Das ist die hier. Ich finde es auch hier geil so. Das hängt hier so Kopf herunter ab, das Mädchen und auch das Porträt. Finde ich halt so super, diese kleinen Details, ne? So, und dann halt normales, das Übliche. Wie gesagt, ich möchte euch hier nicht zu viel zeigen, aber auch hier ein empfehlenswertes Spiel, wie im Prinzip alle Spiele, die ich euch in diesem Video vorgestellt habe. Ich hoffe, euch hat diese Runde mal wieder gefallen und es ist etwas für euch da gewesen. Welches Spiel interessiert euch denn am meisten? Würde mich interessieren, haut es mal in die Kommentare rein. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut, tschüss.